Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen auf dem Kanal AFK, alles furchtbar kommentiert. Wir spielen heute Lost in Play. Ich habe es vor geraumer Zeit schon auf dem Kanal präsentiert, und zwar die Demo-Version. Jetzt ist es da. Die Vollversion ist endlich da. Um was geht's in dem Spiel? Wir spielen ein Geschwisterpaar, und zwar Toto und Gail. Die beiden... Man kennt es vielleicht selber aus seiner eigenen Kindheit vielleicht noch, wenn man irgendwie was gespielt hat, wie zum Beispiel man war ein Pirat oder irgendwas sowas, und dann stellt man sich vor, wie das wirklich war, und verschwindet quasi in seiner eigenen Fantasiewelt, und das werden wir hier auch erleben. Die beiden spielen miteinander und dann slidet man rüber in die Fantasiewelt, wie sich die beiden das vorstellen, und erleben dort Abenteuer, und vielleicht ist da auch noch was anderes dahinter, aber das möchte ich nicht verraten. Ich weiß es auch nicht, ich tippe mal auf was, aber wir werden sehen. Ich würde jetzt einfach anfangen wollen, ich freue mich schon tierisch drauf. Vielleicht noch als eine kleine Anmerkung, ich vermute mal, dadurch, dass ich die Demo schon gespielt habe, werde ich vielleicht die ersten 20 Minuten, eine halbe Stunde schon kennen. Länger ging, glaube ich, die Demo nicht, aber dann spiele ich blind weiter. Also, Attacke, ich freue mich. Einmal starten, bitte. Ja, natürlich spielen wir mit Controller, ist ja auch empfohlen. Happy Choice präsentiert. Ah, ich kann mich ja bewegen. Und da ist sie. Ich mag diesen Zeichenstil sehr. Und da sind wir. Das ist Gail. Und das ist der Vorspann. Das kennen wir schon aus der Demo. Das heißt, das ist auch so ein kleines Tutorial. Mal gucken, was wir jetzt erleben werden. Vielleicht hat sich auch was verändert. Ich weiß es nicht. Ja, wer bist du denn? Hey, komm her. Lass dich lieb haben. Hey. Ach ja, man sollte vielleicht erwähnen, ich glaube, es gibt in dem gesamten Spiel keine Sprache in dem Sinn, sondern es ist alles so Fantasiesprache und wird mit Zeichenbildern quasi präsentiert. Hallo Pizzica? Hallo Pizzica? Okay. So ein bisschen wie bei den Sims, die haben ja auch diese eigene Sprache. Hey, was ist... what? Moment. Die hat auch nur Schabernack im Kopf. Nur Schabernack. Ach, guck mal. Das geht ja mit ihr mit. Auch schön gemacht. Ich kann momentan noch nichts machen, außer laufen. Die Tasse nehmen wir mit. Tassen können wir immer gebrauchen. Und da wird das Inventar vorgestellt. Ja, ist okay. Wir kommen. Kann ich denn das... Nee, das... wie kann ich denn das Inventar aufrufen? Ah, mit Y. Okay. Mit Y. Wie... Ah, Rätsel gelöst. Oh. Ein Klubschaugenfisch. Okay, der wollte nur spielen. Na dann, ist eine Tür. Natürlich schwebt die Tür. Warum auch nicht? Ah, okay. Pachibalibulikum. Ist klar, brauche ich den Schlüssel. Das hätte man gar nicht übersetzen brauchen, großartig. Das hört man ja sofort raus, Schlüssel. Da ist es, Lost in Play. Verloren im Spiel. Ey, ich kann rennen. Also, ja.
Kribbeln. Hallo Freunde. Mal, der zaubert schon mal eine Tasse her. Der hat auch eine Tasse. Ich hab auch eine Tasse. Und da haben wir den Schlüssel. Und was machen wir mit dem Schlüssel? Natürlich. Wir machen die Tür auf. Hallo, Tür. Ich hätte gerne den Schlüssel zum Einsatz gebracht. Bitte da reinfliegen. Hallo? Triff doch. Oh, wir haben Rätsel. Wie switche ich denn darüber? Ach da. Muss ich alles auf Rot kriegen? Moment. Oder muss ich alles auf Blau kriegen? Hilfe! Ich scheitere schon am ersten Rätsel. Wollen wir versuchen, alles auf Blau zu machen vielleicht? Oh, warte mal. Guck mal, haben wir doch geschafft. Ganz einfach. Und dann passt das wie kriege ich eine Gießkanne? Nimm wir. Na dann, laufen wir mit der Gießkanne. Ach so, Moment, wir können jetzt ja hier... Ach ja, unsere Teeparty, das stimmt, da war ja was. Mm-mm. Mm-mm. Magst du die Gießkanne haben? Einmal voll machen, bitte. Na dann, Rüsterchen. Ja, okay. Also das kenne ich, wie gesagt, schon. Glaube ich zumindest. Es ist schon etwas länger her. Aber hier drüben schläft unser Bruder, unser Schlafmützenbruder. Ich mag diese Details, wie sie jetzt in die Schuhe geht. Hey, Brüderchen, aufwachen! Wenn ich wach bin, willst du auch wach sein. Was ist denn da unter dem Bett? Okay. Soll das so? Alles klar. Wir brauchen Schraubenzieher, wir brauchen Batterien und das zum Aufziehen. So, wenn wir jetzt nochmal hier das machen. Fährt er jetzt dagegen? Nein. Ja, ist ja gut. Kann ich damit was machen? Okay, ich ist wohl nicht mehr ganz so frisch. Na, ja, ich hab's kapiert. Moment. Lass mich hier. Ah ja, okay. Na siehst du, den Schraubenzieher haben wir doch schon mal. Das ist doch schon mal gut. Ups. Okay, wir haben die Batterien, glaube ich. Da sind bestimmt die Batterien drin.
Das ist ein hundsgefährliches Spielzeug. Aber wir haben die Batterien. So, jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir diese komische fahrende Ratte kriegen. Warte mal, gibt es da irgendwie einen Trick? Muss ich da was machen? Kann ich da was machen? Aha. Machen wir doch einfach mal wieder die Tür zu. Okay. So, wir haben jetzt den Wecker repariert. Also so gut wie. Also ich arbeite dran. Nein, geh mal bitte runter. Dreh dich mal um und... ich hab doch den ganzen Käse. Na guck mal. Schau mal. Tschakka. Ja, dann machen wir erstmal hier auf, ne? Ist ja überhaupt kein Problem. Machen wir erstmal die Batterie da rein. Wie drehe ich die mit R? Was ist denn R? Ach, R. Warte mal. So. Und jetzt haben wir wieder so ein kleines Rätselspielchen. Ja, okay, das kriegen wir wohl hin. Ich soll... warte mal. Ich sollte vielleicht mal... So, haben wir es doch. Mein liebes Brüderchen, es ist Zeit aufzustehen. Aufwachen! Ein minimaler Morgenmuffel. Minimal. Na klar, aufstehen und gleich ans Zocken denken. Also ich kenne jemanden, der ist genauso. Also. Vielleicht ein bisschen. Hallo, Wuffi. Kann ich mit dir was machen? Ey, hüpf doch nicht gleich runter. Ich will mal zu Wuffi. Schaut mal, da ist die das ist das Familienbild. Ja, so stelle ich mir das vor. Oben links der Opa, der Vater völlig überfordert, die hundehändige Katze. Das Eis geht flöhen, der Hund freut sich. Und die Kuckucksuhr ist auch noch da mit dem Kuckuck. So, ja stimmt, da war was mit dem Rätsel. Ich kann mich noch erinnern. Ich weiß nur noch nicht, in welchem Zusammenhang das nochmal war. So, hier haben wir die drei Frösche und der Froschkönig und der große Biber Bösebär. Okay. Ach so, wir müssen die Maske basteln. Wir brauchen einen Karton, wir brauchen die Schere, wir brauchen die Stifte. Alles klar. Stifte liegen hier. Stifte. Siehst du mal. War doch easy. Okay, wir brauchen einen Schlüssel. Wir brauchen für die Uhr das Ding. Okay, das ist Musik. Sonst noch irgendwo was machen? Was macht unser Hundi? Hundi ist müde. Ja, ich sehe es schon. Hundi müde. Ich hoffe, das ist frische Wäsche. Ja, wen haben wir denn da? Moment, war die Ente nicht, war diese Ente nicht bei dieser Teeparty dabei? Ja, ist der Karton. Geh mal raus hier. Okay. Oh, wir haben noch die Glocke. Warum auch immer. Ey, Brüderchen, spiel mit mir. Komm, komm, spiel mit mir, spiel mit mir. Hä? Was macht's denn jetzt? Lalalala.
Aha. Der Schuft war da drauf gelegt. Okay, wir haben das Kuckucksrätsel, Kuckucksuhrrätsel gelöst. Was machen wir jetzt mit dir, Mizi? Warte mal, können wir dich da wegklingeln? Mag sie wohl nicht so sehr. Kann ich dich mit Ball begeistern? Oh, ich habe eine Idee. Moment. Wir haben hier einen Hund. Hunde sind bekannt dafür, wenn sie Bälle sehen, werden sie wahnsinnig. Okay. Wir müssen uns mal den Hund davon überzeugen, dass er wach wird. was? Oh, okay. Das ist gerade mein Ziel. Ich schnall's gerade nicht. Das ist doch schon falsch, oder? Kann ich das nochmal zurücksetzen? R. Wartet mal. Das Ding erstmal darüber, oder? Okay. Moment hier. Muss ich ja mitdenken, das ist ja furchtbar. Jetzt einfach der. Ja, okay. Eigentlich easy, ne? Ach so, nicht. Ich habe einen Fehler gemacht. Okay. Wir sind. Nein! Was hör doch auf, Wuffi! Okay, das passt schon. Das passt auch. Moment mal, bevor wir das jetzt machen, müssen wir erstmal das Schaf darüber kriegen, glaube ich, ne? Und jetzt den hier runter, das hier rüber und das hier hin. So. Haha, da freuen sie sich alle. Und er wacht auf. Guck mal, Hundi. Guck mal. Ich hab einen Ball. Ball ist geil. Ball, komm. Wo ist der Ball? Hol ihn dir! Also. Was? Okay. Also. Hol ihn dir! Aua. Huch. Ich kenne einen Hund, der würde exakt so die Treppe runtergehen. Schick, lass es, das ist die Prinzessin Lea Frisur. Okay, wir schauen mal, was wir jetzt hier im anderen Raum haben. Das gibt gleich Ärger. Ja, die lieben sich. Herr Hundi, gehst du da jetzt raus? Komm raus mit dir. Abmarsch. Okay, wir haben den Karton. Gut, wir können jetzt noch das an die Kuckucksuhr ranbringen. Moment. Da brauchen wir das hier. So, stopp. Ja, jetzt brauchen wir nicht das Bild. Daran kann ich mich noch erinnern. Alte Bildrätsel. Es ist, Viertel vor 12 und der Sekundenzeiger auf 5. Also das heißt, muss ich jetzt so lang drehen? Achso, ich kann hier wechseln. Moment, ja, hier, du willst dahin. Du willst noch eins. Jetzt geh doch mal hoch. Was machst du denn? Okay, dann nehme ich erstmal dich. Wechseln? Ach nee, warte mal, ich habe den falschen Zeiger genommen. So rum war das. Ja, so rum. Hallo? Jetzt. Aha, der hat einen Schlüssel. Nimm wir. Und ich weiß ihn sofort einzusetzen. Nee. Ich würde gern das hier nehmen. Und da ist die Schere. Aber pass bloß auf, dass du dich nicht schneidest. Junge Dame. Okay. So, wir können jetzt basteln. Das machen wir auch. Wie geht das jetzt? Muss ich da hin, oder was?
Wie, Ich hab doch alles. Wie, Hier? Wo soll ich denn basteln? Soll ich hier basteln? Was soll ich hier basteln? Ah, hier muss ich basteln. Okay. Es fällt auch gar nicht auf, dass wir das alles hinter seinem Rücken machen. So, liebes Brüderchen. Attacke! Huch, was passiert denn jetzt? Okay, ich muss. Okay. Oh. Hey, wir haben jetzt einen Ladebildschirm. Ah ja. Ah, ich schau raus. Na komm, raus mit dir. Und jetzt sind wir da, was ich meinte. Die zwei spielen und sind jetzt quasi in ihrer eigenen Welt und erleben dort die Abenteuer, wie sie gerade sehen. So, jetzt gucken wir mal. Das ist quasi unser kleines Schwesterchen. Kann ich da das jetzt einfach nehmen? Vorsichtig, nicht stechen. Mann. Du solltest echt die Klappe halten. Komm, wir schleichen uns nochmal vorsichtig an. Und holen uns jetzt das Messer. Ruhig jetzt. Nimm jetzt das Messer. Sehr schön. So, was ist hier? Kann ich da rein? Nein. Natürlich, Sloni Bubirecki. Hätte ich jetzt auch gesagt. Kann ich da was messern? Ja, das geht ja wirklich. Oh, ich dachte, ich kann mich noch an alles erinnern, aber nee. Also das ist noch aus der Demo, das weiß ich noch. Da haben wir noch einen Dosenöffner. Okay. Halt, stopp, ich wollte mit dir noch quatschen. Moment. Geht das nicht? Doch. Ah, der braucht die Brille. Die Brille haben wir schon da rechts gesehen. Die müsste hier rechts liegen, ne? Ja, die liegt da rechts. Und da ist noch irgendwie ein Knüppel oder was das ist. Na gut. Dann schauen wir doch mal, was die Eifrösche von uns wollen. Oh, das nehmen wir gleich mal mit auf. Als ob ich was dafür kann? Jawohl, wir haben die Schüssel. Und wir könnten doch gleich mit der Schüssel eigentlich das Zeug hier auffangen, oder? Wahrscheinlich. Testen wir gleich mal aus. Jawohl, das geht. Ich weiß zwar noch nicht so genau für was, aber wir haben jetzt eine Schüssel voll Harz. Hätten wir 4 davon, dann hätten wir Harz 4. Hm. Was kommt da rein? Eine Münze? Nein, da kommt dieser Knüppel rein, da den wir gesehen haben. Okay, was hast denn du für Probleme? Du willst den Hut, ne? Okay. Du? Okay, mit vereinten Kräften schaffen wir das Schwert rauszuziehen. Oh,
Okay, so viele Möglichkeiten haben wir gar nicht, ne? Was machen wir jetzt mit unserer Klebeschüssel eigentlich? Hier noch irgendwie eine Möglichkeit? Moment. Nee, doch. Schau mal, flieg mal da drauf. Aha. Ah, wir kriegen jetzt die Brille. Warte mal, kann ich dich ärgern? Kann ich dich am Hindern? Ich mal mit. Ruftika? Das ist so ein liebes Wort von. Wenn ich den hier anfasse, dann bin ich so gut wie tot. Die Ruftika? Ah, schön. Okay, wir haben jetzt die Brille. Die Brille wollte er ja haben. Wir primeln uns da so allmählich mal durch. Gibt es uns jetzt den Dosenöffner vielleicht? Okay, wir haben einen Stock. Können wir mit dem Stock und den Frosch vielleicht ihm helfen? Aha. Na also. Ja, super. Finde ich auch klasse. So, was machen wir zwei jetzt, wir zwei Hübschen? Können wir das schon irgendwie ziehen? Brauchen wir auf jeden Fall noch den Dosenöffner. Hä? Okay, der kommt mit. Stimmt, der kommt... Hä? Warte mal, da war doch was. Hüpft da drauf. Kracker Takao. Und jetzt? Also was hat denn der Knopf nochmal gemacht? Der macht gar nichts mehr. Und du? Warum kann ich den da draufsetzen? Kratakao. Kann ich jetzt mit dir was machen? Jetzt drückt er wieder den Knopf. Den will ich doch gar nicht, dass du drückst. Okay, okay, so können wir vielleicht an den Knüppel kommen. Moment, Moment. Mein Freund, ich kletter mal da rein. Schnell, schnell, schnell. Dummes Ding. Wieso klaust du mir denn jetzt den Hebel? Ah, okay. Gut, ich muss ihn fangen. Dann fangen wir doch mal so an. So ist das. Das ist ein wilder Trick. Aber dann blockieren wir mal den Weg. Dann nehmen wir mal den Weg. Das war mir klar. Nehmen wir den Weg. So, du kommst jetzt da schon mal immer vorbei, mein Freund. Jetzt doof. Ich kann nur vorgucken. Ja, warte mal. Ist ja egal. Ihr bleibt ja nur der eine Weg. Jetzt können wir nicht den hier einsperren und haben. Wie du kannst zurück. Wie du kleiner Schurke kannst zurück. So haben wir nicht gewettet. Nee, das funktioniert. Du spielst außerhalb jeder Art von Dame-Regeln. Versuchen ihn jetzt mal hier einzusperren. Nein, 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 mein Freund.
Jetzt haben wir dich doch, oder? Ich komme nicht zurück. Ist egal, ist egal. Wir haben ihn. Ha, 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 eingesperrt. Wir haben den Hebel oder den Dartpfeil oder was auch immer das jetzt ist. Nein. Oh, die arme Sau da drin schon wieder. So, okay, wir haben den Hebel, dann wollen wir den nochmal benutzen. Was macht der Hebel denn nochmal? Ich hab's vergessen. Ah, ich verstehe. Wir lassen unseren Froschi-Freund jetzt springen. Hallo, Froschi. Du musst jetzt da drauf. Alles klar, du bleibst da stehen, ne? Du machst jetzt nichts. Wir schießen dich bis auf den Mond. Flieg, Frosch, flieg. Perfecto mio. Na komm, gib mir den Dosenöffner. Wie ohne Rätsel, ohne Terz. Das ist ja ein Traum. So, Herr Frosch. Ich hätte hier mal einen Dosenöffner für dich. Ah, so. Ihhh, die sind hier noch alle am Leben. Wie jetzt? Okay, das sind ein paar mehr Fliegen. Sind wir gesättigt, ja? Das ist ja ein Träumchen. Das heißt, wir sind jetzt hier drei Frösche und ein kräftiger kleiner Junge. Das Schwert ist uns. Komm, streng, komm, helf mal mit. Ja, komm, mach mit. Attacke. Und zieht. Und zieht. Und zieht. Was jetzt? Und zieht. Komm, streng euch an. Jawohl, jawohl. Ich habe immer Angst, dass das Schwert ganz anders landet. Die Kampffrösche sind bereit. So, Herr Bärchen. Hey, Moment. Aus. Okay. Ich bin dann mal weg, ne? Lass uns mal abhauen. Das ist eine sehr gute Idee. Was haben wir denn hier? Ein Ladebildschirm. Okay, und jetzt sind wir neu. Das kenne ich auch nicht mehr. Jetzt sind wir in einem neuen Teil. Die Demo ist vorbei. Ich glaube, weiter ging die Demo auch nicht mehr. Aber, meine Freunde, wie es weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Ob uns der Hirschbär erwischt oder nicht, das sehen wir dann. Bin gespannt. Ich habe noch keine Ahnung, was wir jetzt treiben müssen. Aber das werden wir rausfinden. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.